Hallo und herzlich willkommen zurück zu It Takes Two mit Benu. Hallihallo. Und Lumi hat gemeint beim Laden des Spiels, dass es passt, dass sie blaue Haare hat und ich dick bin. Oh, sad life. Jetzt gehe ich in die Ecke und weine, weil ich dick bin. Wir wissen beide ganz genau, dass dick und blaue Haare beides auf mich passen würde. Rose and I made it. It's messy though. Yeah, well, you haven't played here lately. You must have. Oh no, I'm not allowed here. Rose calls it mommy space. Mommy space. As in outer space. Oh, I didn't know. Because you're always working. Oh, Mini, spiel wieder. Cody, let's not discuss that again. Just saying. Kennt ihr mich nur da? Warte mal, ja, ich muss hier rüber. Warten auf Gegner. Granate, wirf Granaten auf Maim. RT, Waffe aufladen. Okay. Die Merchen, wir spielen ein Videospiel im Videospiel. Ah, wir können fahren! Ah, ich okay, dann müsstest du jetzt aber haushoch gewinnen hier als ich habe jetzt das gesehen, wie die Steuerung ist. Ich hab auch nur probiert. Moment, was trifft mich hier? Oh, oh. Ja, nee, das habe ich komplett verkackt, die Steuerung. Da brauche ich eine Revanche. Ich hab mal gewonnen! Das habe ich wirklich nicht gerafft, wie die Steuerung ist. Da will ich noch eine Runde. Best of three haben wir ja. Komm, ich darf auch immer ein einziges Mal gewinnen. Das habe ich bisher noch gar nicht geschafft. Niemals! Nicht mal eine Runde habe ich geschafft. Niemals! Meine Siege! Da bist du. Sneaky Beaky. Oh, shit. Da bist du ein bisschen besser als ich, das Gefühl. Hier geht es auch nicht darum, in höchster Geschwindigkeit irgendwas zu drücken. Ich jage sie! Oh, und die Zone geht, die wird in Zone kleiner. Ah. Ha, da hast du verloren, weil die Zone zu klein wurde. Da darfst du nicht rauskommen. Ach so. Na gut, dann Best of Three. Ja, ein Shadow-Spiel. Wupp, wupp. Ah, die haben nur Glück, dass ich nicht so weit am Zonenrand war und ich ganz halt vor dem Gegner geflüchtet bin. Ich weiß nicht, dass es hier Battle Royale-mäßig Zonen gibt. Kann ich selber treffen? Oh, shit. Du kannst mich auf jeden Fall treffen. Man kann dich übrigens nicht selber treffen. Nein, die Zone. Du hast mich getroffen. Ah. Unfair. Haha! Okay. Du hast wieder gewonnen. Ich habe einfach die Steuerung nicht verstanden. Ja, ja. Aber hast du mitgekriegt, dass das hier Mami Space ist, die Kissenburg, die wurde mit Mutti gebaut? Ja. Du darfst nicht rein. Mhm. Oh, I love stars. Kannst einfach nur mal drehen, oder? Nichts machen mit. Doch, schnell drehen, bis es abfällt! Wow. Die Zucker kommt raus, heißt es geht ab! Es wird immer schneller! Okay. Ich hab wirklich gerade die Zunge raus. Jetzt kannst du es nochmal drehen. Dann sieht man die Sterne gar nicht. Aber hier hinten ist ja das Licht eh an. Ja, stimmt wohl. Also, hier hinten geht das Licht nicht aus. Das ist bestimmt irgendwas mit Lichtern, was wir noch machen, weil hier auch überall Stromkabel sind, ne? Ja. Vor allem ist die Kissenburg ja gigantisch. Was haben die denn für ein riesen Schloss als Kissenburg gebaut? Jetzt mal ernsthaft. Ich auch mal, wenn ich groß bin, das ist voll gut. Die haben doch das halbe Haus in eine Kissenburg verwandelt, oder was? Guck mal, hier ist jemand. Okay. Das ist eine Anspielung zu vorigen Spielen. Ja genau, das ist ein Videogame, wo du zwei Brüder sozusagen beim Gefängnisausbruch begleitest. Hm.
Oh, scheiße, wir machen uns mit Bene. Moment. Ja, wir haben auch mal gedacht. Wow. Das ist ein erwachsenes Spiel bei das andere. Aber das ist auch so ein Koop-Spiel, was du wirklich nur zu zweit spielen kannst. Aber das hier soll deutlich besser sein als das erste. Das erste war wohl sehr, ich sag mal, linear. Und vielleicht auch mal spielen. Ich glaube, Way Out heißt das. Und der Typ hat es damals auf der E3-Pressekonferenz angekündigt, hat war mit Sicherheit nicht nur besoffen, sondern auch irgendwie auf Gras oder so. Oh wow. Lavalampe. Können die Farbe umstellen. Guck mal, blau. Mhm. Immer grün lieber. Da ist noch eine. Look, Rose is on the other side. Lose the way. The gate is blocked by something. Yeah, yeah, it is. By some kind of force. Oh look, a video game. Maybe they're connected. Hier kann ich wieder drehen, guck mal. Hier sieht man die Sterne ein bisschen besser. Ender Passwort. Oh Gott, wir müssen irgendwas zusammentun. Das kann ja nur Katastrophe werden. Kürze bewegen. Oh, Wordplay, lovely. Ah, it's got something to do with hacking. Nee, ist ja was zu tun mit Puzzeln. Moment. Ha? Hacking Progress? Müssen wir zusammenkommen? Oh, jetzt bin ich raus, das wollte ich nicht. Müssen wir zusammenkommen irgendwie? Mehr puscheln. Oh, also, ja, das habe ich auch B gedrückt. B ist eine schlechte Idee. Also man kann sie nicht drehen, oder? Moment mal, müssen wir uns vielleicht hier dazwischen irgendwie? Nee, drehen kann man sie, glaube ich, nicht. Vielleicht muss man, warte mal, da muss da unten hin. Wir müssen eine Linie bilden. Ah. Ja, das müssen wir sortieren. Du bist noch nicht richtig. Jetzt. Nee, das ist nicht richtig. Achso, haha! Smiling! Wir sind die auf Smiley Pen. Oh no! Oh oh. Das sieht kritisch aus. Wir haben jetzt noch in den Game reingewurbt, oder was? Oh, joi. Oder auch nicht? Oder doch? Moment. How do you know my name, traitor? Because I bought you in the Space Museum. Liar! Rose had picked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, no. We are also assigned to protect Rose as her parents. Stop lying! Your mission is to make her cry. We really need those tears. The bigger the better. Ah. What evil planet are you from? Das ist natürlich ein Missverständnis, wobei irgendwie auch nicht. Das ist knuffig. Das ist ziemlich knuffig, dass der Affe uns daran hindern will, Rose zum Weinen zu bringen. Did he just say forever? Oh my god, I'm having a panic attack. What should we do? In space? No one can hear you scream. Don't be stupid. We're not in space. What? Just where are we? Listen. Wahrscheinlich irgendwo im Keller oder so. With her space toys so many times, I just need to find them. Das ist doch. Here they are. Gib mir das neue Tools. Try this on. Oh, snug. Wow. Works. What are you doing? Oh, cosmic inflation. The inflation theory behind the Big Bang. Just stop it. Just turn it off. What? Hey, just turn me back to normal. Do you want to get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation. And space boots. Defying the laws of gravity. Ja, sie kann es überlaufen. You get all the cool gadgets. Wollte gerade sagen.
Können wir die tauschen? Nein. Can you not buy Rose a crazy space monkey, please? Warum? Humpfen ist doch auch cool. Ich weiß nicht, was du hast. Okay, ja. Hab was kaputt gemacht. Rose auch Spaß mit deinem Ding hier. Kannst du unten drunter durch, wenn du klein bist, wahrscheinlich. Kann ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn du ganz klein bist, kannst du noch kleiner werden. Oh, kann ich. Please don't drop it. Yeah, yeah. Ich bin durch. Ja. Jetzt musst du mich irgendwie holen. Kannst du nicht hier oben durchlaufen? Oh, stimmt. Wenn du springst, kommst du so wahrscheinlich wieder runter, oder? Ach ne, hier kannst du wieder runterlaufen. Du brauchst immer die Wände. Okay, du brauchst immer die Wände. Ich drücke einen roten Knopf, einen großen roten Knopf, weil ich dick bin. Vielleicht bringen wir sie am Ende zu Freudentränen, das wäre doch schön. Warte auf mich, ich bin nicht so schnell. Das ist eine Mini-Rakete, die ist für dich. Warte, ich bin nicht so schnell. Kann ich sprinten, wenn ich groß bin? Oh, da geht's runter. Das ist ein Minispiel irgendwie, oder? Ah ne, du musst oben rein, oder? Muss ich oben rein? Du kannst jedenfalls links in die Rakete, oder? Ja, noch hier rein. Weil da steht ja, dass die Batterie kaputt ist. Also hier. Ich habe die Batterie gefixt. Ich glaube, das kannst du unten anmachen in der Mitte. Warte, warte, ja, ich komm. Ich vermute mal, jetzt können Menschen hier hoch, aber ich weiß nicht, was. Soll ich die Raketen noch probieren? Kannst du die Raketen noch probieren, ja. Oder oh, ist ein Minigame? Die Rakete vor uns hat einfach nur Puff gemacht. Ups. Ja, die macht einfach nur Puff, wenn ich dagegen haue. Hier. Hui, Puff. Okay, dann müssen wir hier rein. Das habe ich nicht gefunden. Auf der anderen Seite war nochmal einer, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Was nee, passiert, wenn ich runtergehe? Und stirbst okay. Du. Das habe ich gerade gemacht. Ah. Aus das Versehen. War zu einfach. I can't stop spinning. He really needs to take a chill pill. Moment, gehst du da rein? Was wenn ich das da drüben nehme? Keine Ahnung. Ich bin jetzt irgendwo gelandet. Wo bist du? Ich habe ein anderes Portal genommen, mal sehen, was da passiert. Es gab zwei Portale. Okay, vielleicht sollten wir aber zusammen irgendwo sein, oder? Meinst du? Aber da unten. Bist du jetzt klein gerade oder bist du normal groß? Ich bin normal groß. Ich kann mich aber hier nur groß und klein machen. Aber ja, wir sollten zusammen sein, weil hier sind Sachen für dich. Ich komm rüber. Oh, jetzt bin ich gerade weitergegangen. Nee, ich muss ja eh zu dir. Na gut, dann warte ich. Ich hätte ja auch zu dir kommen können. Ja, aber Frauen machen das ja nie. Die Männer müssen immer zu den Frauen. Völliger Bullshit. Oh. Ach, Lumi, jetzt bist du in Unendlichkeit geflogen. Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Autsch. Wo komme ich denn hier hin? Okay, ich bin auf der anderen Bahn im Vergleich zu dir. Okay. Ich glaube, ich bin gleich in der Mitte. You know, UFOs are actually real. Oh, here we go again. Are you listening? Jetzt bin ich auch in der Mitte. Auf der anderen Seite, ja. Ja, geht zwei Wege. Ich glaube, mir ist auch egal, ob du jetzt zusammen bist oder nicht. Einfach zwei Wege. Audio. Moment. Moment, ich muss mich, glaube ich, groß machen. Ja, oder dafür. Ich muss hochlaufen vielleicht. Bam! Kann aber nicht hochlaufen. Nee, du musst hier draufstehen, dann kann ich dich anschieben. Dass du hier in die Nähe wo kommst. Muss ich draufstehen? Hier auf der Kugel, auf der roten, die kann ich hier so BAM! Machen. Okay, Moment. Achso, ich kann es zur anderen roten Kugel da machen. Vielleicht an sie ran.
Dann schiebe ich dich von da weiter. So, ich mache das zur anderen roten Kugel da. Mhm. Paff. Ja. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Wir müssen das nochmal machen. Dann müssen wir da vorne stehen. Noch größer geht nicht. Ich wollte gerade mal probieren. Ich dachte nicht, dass du schon oben drauf stehst wieder. Bin schon da. Okay, wenn da, jetzt müsstest du die auch anstumpen wahrscheinlich. Ja, Moment, ich kann nicht mehr schnell mich bewegen. Ich kann mich nur langsam bewegen. Ich vermute mal jetzt Richtung da oben, ne? Ja. Bam. Okay, hier ist wieder so ein Sternding. Da hätte ich auch hochlaufen können, oder? Nee, das geht nämlich außen rum. Hä? Wo muss denn jetzt Guck hin? Auf meinen Bildschirm, da siehst du es. Ach so, ja. Ich will nicht auf deinen gucken. Gehört vielleicht ein bisschen mit dir reden. Ich wusste nicht, wie ich es dir erklären kann. Ah, da oben ist wieder ein Energy-Ding. Muss man wieder Energie aktivieren. Ich kann da nicht hin. Ich hab hier Knöpfe. Keine Ahnung. Oh, zieht da was? Ah, warte mal, ich kann dir eine Leiter bauen. Ah, kannst das. Gehen die wieder zu? Ja, die gehen wieder zu. Oh nein. Ja. Jop. 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 Und noch ein. Jop. Da oben. Ja, du kannst das machen. Ich kann da nicht, weil das gedreht ist. Hat, weil das gedreht ist? Ich stürze da ab. Achso, weil du gerade gedreht bist. Mhm. Aber ich brauch dich hier. Du musst zurück. Nee, ich stürze ab. Ah, ich kann die Leiter für dich machen. Du kannst zurückgehen, ich kann die Leiter für dich machen. Ah, nee, andersrum. Let's go. Wir fühlen uns smart und so. Ja, ja. Moment, wo war's denn? Ach nee, kann ich nicht. Oh nein. Kann ich nicht? Ah, du kommst nicht hoch. Nee, ich stürze mich auch da ab. Okay, warte mal. Wie kommst du denn hoch? Ach scheiße, komm ich aber jetzt nicht mehr hoch, weil ich unten bin. Das heißt, du musst mich jetzt erst wieder hochkriegen. Ja, nicht, dass du abspringst. Ich dachte tatsächlich, dass du einfach nur auf das hier gehst und von da aus hochgehst. Ich bin ganz runtergegangen. Leg gerade, ich komm jetzt aber oben, ich glaube, ich bin wieder hoch, ne? Ja, ich weiß. Ich muss nochmal machen. Sorry. Ich falsch verstanden. Kommunikation ist ja auch ein wichtiger Teil des Spiels. Stimmt. Whoop. Und kapam. Also nochmal. Ich guck mal wieder auf deinen Bildschirm. Da gibt's doch was. Da kannst du doch. Du kannst doch von da aus wieder dann auf die normale Ebene hoch. Ah, da, zu dem, ja. Ach, Lumi, du hast Behauptung erstmal hier aufstellen, dass du da nicht hin kannst. Ach, Mensch. Wo bin ich jetzt hier? Ist auch okay. Jupp. Jupp. Schnuckiputz, mach hoch, die Zeit läuft weg. Die gehen alle wieder zu. Du musst schneller machen. Ich fasse es runter und sterbe. Nenn mich nicht Schnuckiputz, ich will mich von dir scheiden lassen. Moment, was? So, jetzt müssen wir zusammen auf die gleiche Ebene. Ja, 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 ich komme mal, warte mal, wo war das? Hier war das. Hui, rein da und Batterie ran drücken. Jetzt noch. Power. Kann ich perfekt imitieren. Moment, wieso sind wir jetzt wieder zurück? Weil das Spiel es uns einfacher machen möchte. Ich glaube, eine logische Begründung dafür gibt es gerade nicht. One portal down, two to go. Yeah. Moment, two to go? Stimmt, das sind drei Portale. Jupp. Ich habe nur vorhin ein weiteres gesehen. Tschüss. Ab ins Grüne. Du kannst mit X dashen, ne? Ja, ich weiß. Wie du ankommst. That was intense. Ich will mal, du musst jetzt hier nach oben gehen. Okay, ja. Mutig mal. Ja.
Oh Gott, ich muss reverse springen, das ist ja ekelhaft. Ich muss ja nur A drücken. Ich muss mich klein machen, oder? Nee, ich bin gestorben, wahrscheinlich ist das halt nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das ist. Sicher? Ja. Und so, da wäre ich aber da sowieso gestorben. Wieder nach raus. Wenn ich hier unten ran springen können. Weiß ich nicht. Hättest du? Ah, komm ich wieder. Weiß nicht, ob du da hättest ran springen können, so ehrlich gesagt. Keine Ahnung, aber dass das Spiel mich zwangsläufig sterben lässt, wäre seltsam. Tja, du bist halt einfach eine Versagerin. Wow. Moment, muss ich jetzt so weit durchhauen? Ja, okay. Dann kann ich mich klein machen und du kannst. Aber ich komme hier nicht weiter. Ducken. Ah, ducken. Dankeschön, Spiel. Das Spiel weiß doch, wo du Schwierigkeiten hast. Deswegen wäre es auch vorhin gegangen, obwohl ich nicht klein war. Moment, die war denn ducken? B. Ich glaube, wir müssen es andersrum machen, oder? Du musst mich schmeißen, oder? Kann ich probieren. Aber passiert ja nicht. Dann, Moment, dann stell du dich mal hier und ich mach mal hier B. Nee, stell dich mal etwas ja, Rote. Ja, das ergibt mehr Sinn, ja. Nee, das geht aber nicht. Ja, auch nicht. Hä? Vielleicht muss ich dich schmeißen. Warte mal, geht. Müssen sie einfach gleichzeitig machen vielleicht in den Jump? Ja, weil sie gleichzeitig machen müssen. Looping! Jetzt gibt es ein Minispiel, glaube ich, wieder, oder? Kann das sein? Ich kann ja so mich hinstellen und. Hallo, Mann. Warte, komm da nicht hin. Na gut. Moment. Achso, wenn wir mal groß machen, das meint die. Ja, und dann kannst du mich hier runterholen. Aber nicht zu weit, weil sonst wäre ich geröstet. Andere Richtung? Nee. Dafür. Ja. Muss es, okay, Moment, muss es spannen. Noch. Und dann los. Okay. What's great is that? Ja. Kann nicht in die Tasse. Oh. My world's greatest dad. No! Sorry. No! Das ist jetzt wirklich ein Scheidungsgrund. Du hast die World Greatest Dad Tasse kaputt gemacht. Ja, aber doch nicht absichtlich. Doch, bestimmt. Ja, schon absichtlich, aber es geht ja nicht anders. Du wolltest sie bestimmt kaputt machen, damit ich kein World Greatest Dad mehr bin. Du wolltest mir den World Greatest Dad verwehren. Irgendwie hat mich das. Muss irgendwas machen oder muss ich? Du kannst dich doch anhaken, wenn ich das hier hab, wenn ich in der Nähe bin. Du kannst dich hier an mich festhaken, wenn du in der Nähe bist. Mit RB und Brüggen. Ja, ich hab's gerade gesehen. So. Kann ich dich hier. Du musst World Greatest Daddy auch noch tragen. Okay. Ah, jetzt kann ich mich auf die andere Seite, okay. Oh, what? Soll das so? Right, interesting. Ich glaube, das soll so. Wow, okay. Wait, which way is up? You're all right, May. Komm. I mean, komm schon. Hui! Alles durcheinander. Ja, das ist schon kind of cool. Bisschen schade, dass es so plötzlich wieder anhält. Ah, ich komme wieder runter. Warte doch mal, jetzt schieß doch mal, der Energie hast. Wir sind wieder zurück teleportiert. Ach Mann. Der hätte aber hinten noch ein Portal. Ist so inkonsistent, das Spiel. Der hätte aber hinten noch ein Portal machen können, das dann angeht durch die Energie. War klar, dass das jetzt kommt. Das wäre konsistenter gewesen. Also wirklich, wenn du eh nur willst, die Leute wieder rausgehen, mach einfach noch ein Portal, das dann angeht, das vorher aus ist.
Ja, hast schon recht. Ich sag ja gar nichts. Okay. Was ist denn da für ein für Space Alien? Oh. Hey. Okay. Nee, ich glaube, wir müssen auf die Kugel, die war nämlich vorhin hier. Hihihi. Bäh. Oh, wie cool ich die Dinger früher fand. Die Dinger sind auch cool. Ich kann doch nicht drauf balancieren. Warten, ne? Ja, ich sollte statt rumzuspringen einfach normal drauf laufen. Also, muss mich auch wieder durch die Gegend schieben. Inzwischen kann man sowas simulieren. Muss ich das? Wenn ich nicht will. Dann geht's nicht weiter. Ich muss mal irgendwo hinstellen, wo es geht. Hup, hup. Ich finde so gut, wie er in der Luft diesen Liegemove macht. da geht's nicht weiter. Ich glaube, du musst hier da an dieses Ding. Mein Controller vibriert die ganze Zeit, als hätte ich diese komischen Dinger an der Hand. Okay, das macht meiner nicht. Dieses Kribbeln. Meine Hand ist ganz leicht vibrieren die ganze Zeit, wenn ich das schiebe. Ich glaube, man muss durchschieben, wa? Mhm. Oh Gott, das fühlt sich echt merkwürdig an. I love this Tesla Plasma. We'll keep on running, May. Oh, it's tingly. Mein Controller setzt es nicht um. Aber meiner macht so ein ganz leichtes so konstant. Das hättest du halt Strom an der Hand. Das ist echt weird. Wie kannst du mich jetzt? Jetzt musst du mich hier drüben irgendwie. How the heck do I get up there? Ist noch irgendwas. Ah, du kannst mir das hinschieben, damit ich hochkomme. Dann musst du mich hochschieben. Au, danke fürs Plattmachen. Danke, dass du mich wirklich direkt platt gemacht hast. Ich dachte, ich stehe gerade schön an der Seite und kann jetzt hochspringen und du kommst noch ein Stück nach vorne. Komm jetzt runter. So, jetzt hoch. Achso, geht das nicht? Nicht. Moment. Kannst du hier hin und von da aus hoch? Nicht wirklich. Aber komm mal runter. Ich kann mich kleiner machen. Dann bin ich wahrscheinlich leichter. So. Ja. Aber ich kann da trotzdem, nicht da rein. Du musst mir erstmal an die Seite machen. Ich kann nicht da rein. Es ist keine Ebene für mich, wo ich hinspringen kann, Lumi. Ich weiß nicht, wo hier eine Ebene für dich ist. Da, genau. So. Ich weiß nicht, wie. Ist okay, hier komme ich nicht hoch. Und du mir ist das. Ah, Moment mal doch, du kannst mich doch da oben rein. Entschuldigung, mein Fehler. Kann mich doch da oben reinbringen. Von hier aus sehe ich den Eingang. Oh, Moment, Entschuldigung. Bin fett. Das Ding, du. Ja, ich bin fett, es tut mir ja leid. Hab ich doch gesagt. Mach mich nur nicht wieder platt. So. Und Nella! Jetzt. Rein da. Hab's reingemacht. Schöne Mini-Rätsel. Alle drei Tore geöffnet. Yeah, rein da! War's das sogar schon für die Folge wieder. Ich wollte beenden, bevor wir da drin irgendwie den Endgegner treffen dann. Ach, Quatsch, so ist das Spiel nicht. Aber beende doch. Du machst doch. Ja. Let's go. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Tschüss.